Das Alphorn, ein Instrument des Alpenraumes, vor allem die Schweizer sind fürs Alphornspielen international bekannt. Anders als beispielsweise beim Klavier, basiert die Musik des Alphorns auf der Naturtonreihe. Und das verbindet das Instrument mit einer weiteren Art des Musizierens, für die in erster Linie der Alpenraum berühmt ist, nämlich das Jodeln. Raimund Ammann ist Musikwissenschaftler an der Universität Innsbruck und beschäftigt sich unter anderem mit den Ursprüngen und den Verbindungen zwischen Alphorn und Jodeln und schaut sich dabei besonders die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Tirol und Schweiz an. Erstmal ist es natürlich dieselbe Kultur, also die Leute in den Bergen, Senner und so weiter. Und die Funktion war ähnlich, also die Kommunikation. Und es ist auch diese Naturtonreihe, die man auf dem Alphorn bläst, also nur blasen kann, und die sich auch wieder in den Jodler finden lässt. In der Schweiz noch eher, in bestimmten Gebieten, Murtertal. Und wir finden auch in der Literatur Hinweise, dass in Tirol und in anderen Gebieten Österreichs eben auch mit diesen Naturtonreihen gejodelt wurde, früher. Auch wenn es zunächst schwierig zu unterscheiden ist, aber Jodeln ist nicht gleich Jodeln. Raimund Ammann will die verschiedenen Jodelvarianten in der Schweiz und in Tirol aus musikwissenschaftlicher Sicht besser verstehen. Der Tiroler Jodel hat speziell im 19. Jahrhundert war in ganz Europa verbreitet und hatte da auch einen großen Einfluss auf den Schweizer Jodler. Und es hat sich dann Ende des 19. Jahrhunderts, Anfangs des 20. Jahrhunderts eine Bewegung gegründet, die eigentlich gegen diese Tirolerei war und dachte, ja, wir haben ja in der Schweiz eigene Jodler und wir wollen die wieder ein bisschen vermehrt unter die Leute bringen. Schuld daran, dass der Schweizer Jodler im 19. Jahrhundert verdrängt wird, sind wohl die Tiroler. Das waren diese Nationalsänger, die Ende des 18. Jahrhunderts, Anfang 19. Jahrhunderts, die diese Kulturshows, wenn ich das mal so sagen darf, in Deutschland, in England und dann auch in Amerika verbreitet haben. Also sie haben solche Shows durchgeführt und da war es dann Singen. Und Jodeln war dazu mal natürlich eine Kuriosität. Und da gibt es auch viele Berichte, die wir heute noch finden, also dazu, wie erstaunt die Leute waren in Norddeutschland zum Beispiel, dass man jetzt plötzlich da jodeln kann. Und dass diese Kuriositäten, das Bild der Tirol, also der fröhlichen Tirol und so, das hat sich damals verbreitet und ist dann eben auch in die Schweiz gekommen. Die Schweizer wollen diese fremde Jodelkultur aber nicht und besinnen sich Ende des 19. Jahrhunderts wieder auf die eigenen Werte. Eine Gegenbewegung zur Tirolerei entsteht. Aber was unterscheidet nun Schweiz und Tirol in Sachen Jodeln? Wenn er im Ende des 19. Jahrhunderts noch sehr viel Ähnlichkeiten hatte, eben, hat er sich heute wieder eigentlich musikalisch differenziert. Der Tiroler Jodel ist meistens also mehrstimmig, zwei- oder dreistimmig sehr oft, mit Terzen, Terzparallelen, manchmal Kreuzführungen der Stimmen. Und der Schweizer Jodel ist ganz anders. Der ist eine Hauptmelodie und eigentlich vielleicht eine zweite Stimme, aber dann ein Bass oder ein Chor, der eigentlich den Jodler begleitet mit Akkordtönen. In seiner ursprünglichen Form dürfte das Jodeln der Kommunikation gedient haben, eventuell sogar um Kühe zusammenzurufen. In der Schweiz sind sogenannte Kuhreihen überliefert, die auf Alphörnern geblasen und vermutlich auch im Stile des Jodelns gesungen wurden. In Tirol als Kurschrohr bekannt. Der Begriff Jodeln taucht erstmals in einem Stück von Emanuel Schikaneder im Jahre 1796 auf. Heute ist Jodeln nicht mehr nur traditionell verankert, sondern international beliebt. Sie müssen nicht mehr in der Bergregion leben, um
jodeln zu können. Sie können auch in der Stadtmittelschicht der Städte, die lernen jodeln in Workshops über das Wochenende oder mal vor einer Woche, auch Alpenblasen. Und das, da gibt es Jodellehrerinnen, die eigentlich gar nichts mit dieser Kultur zu tun haben, dieser Bergkultur. Also das Jodeln ist im Moment, sage ich mal, in den letzten 20 Jahren, geht in eine ganz neue Richtung. Jodeln ist in. Heute gibt es mehr Jodler denn je und vom Aussterben ist der Alpengesang definitiv nicht bedroht, genauso wenig das Alphornspiel.